Yo, servus Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Forts Multiplayer Gameplay. Wir sind heute unterwegs mit den üblichen Verdächtigen, mit Tiny, Mottek, Steffen und noch einem weiteren Steffen. Das ist ein Kollege von uns, der hat sich das Spiel erst neulich geholt. Und um ihm das ein bisschen zu zeigen, haben wir gedacht, komm, wir spielen mit dem mal eine Runde. Aus Fairnessgründen bin ich ins andere Team gegangen. Das heißt, ich spiele zusammen mit drei Randoms gegen drei richtige Goldspammer und eben den Neuankömmling. Als Ausgleich dafür haben wir nochmal eine 4 gegen 4 Runde nur mit den richtigen Goldspammern drangehangen, damit man auch noch ein bisschen mehr Gameplay-Action hat. Das heißt, heute haben wir wieder eine XXL-Folge für euch. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da, solltet ihr es noch nicht getan haben. Es ist kostenlos, ihr könnt euch immer umentscheiden und ihr würdet uns damit eine Menge helfen. Und ich würde sagen, wir gehen rein. Wieso ist denn jetzt mein Windrad schon wieder blockiert? Was? Das Vordergrundverstärkung lässt keinen Wind durch. Ja, habe ich ja nicht gemacht. Dann baut's vielleicht noch. Weil dein Windrad ist zu groß für das Kästchen, was du gemacht hast. Und die Hintergrundverstrebung, die rechts ist, die da quasi wie im Boden ist, die ist im Weg. Du musst das Kästchen höher ziehen. Quasi komplett hoch. Mir fällt alles auseinander. Genau, mach einfach für Windräder jetzt am Anfang komplett hoch. Man kann zwar ein bisschen niedriger machen, aber... Ich mach die immer noch komplett hoch. Mein Gott, was ist denn das für Krampf, das spiegelverkehrt zu machen, ey? Und wieso dreht sich der Scheiß jetzt nicht? Doch, es dreht sich. Ah, es dreht sich, okay. Da sind jetzt andere Leute bei uns im Team? Ja. Ich hab diesen anderen Steffen bei uns ins Team gebracht. Was muss ich. Was brauche ich denn als erstes? Was will ich denn haben? Ja, denn oben ist jetzt Steffen, oder wie? Könnte gut sein. Statt oder Waffenkammer. Unten ist auch Steffen. Ja, krass. Wo ist nicht Steffen? Da wo der Kern so hängt. Das ist Gruppe, oder? Das ist Gruppe, genau. Der Gruppe hängt mich mal. Hä? Du hast die Teams wirklich geändert, oder? Ja. Ich sitze, glaube ich, bei uns im Team. Wenn ich das scheiß Windrad da stehen habe, dann habe ich doch überhaupt keinen Schutz davor, oder nicht? Im Ernst? Gruppe ist im Gegnerteam? Wolltet ihr das ein bisschen ausgleichen, oder? Das bin ich im Gegnerteam. Bist du rechts oder links? Links. Hä? Hast du Perret ins Gegnerteam gepackt? Nein. Boah, das wäre geil. Ich hab mich selber ins Gegnerteam gepackt. Tiny ist im Gegnerteam. Okay. Wieso kann ich die Scheiße jetzt noch nicht bauen? Achso, weil das so lange braucht. Du kannst gefühlt gar nichts bauen, ne? Ich kann wirklich viele von diesen Säcken bauen. Woran sehe ich denn, wo ich den Kack hinbauen kann? Du kannst ihn nicht hinbauen. Wie geht das denn nicht? Du musst immer sagen, was genau du machen willst. Ich will scheiß Schwarmraketendings hier unten reinbauen, aber es geht nicht. Du brauchst dafür durchsichtiges Holz und das muss ein freier Platz sein. Ja, aber Schwarmraketen müssen bauen. In den Boden platziert werden. Ich will das zum Beispiel... Da wo die Minen hinkommen, müssen die Schwarmraketen hinkommen, aber du kannst sie bei dir nicht mehr hinsetzen. Sag mal, das noch vorher, Mensch. Hä? Das Tutorial bis Afrika gespielt hätte, ist jetzt gut. Nee, keine Ahnung, ich hab das Tutorial... Also ich hab die Kampagne echt selbst gespielt. Warum nicht? Ich fand die extrem anödend. Wir sind jetzt so urteilend.
Oh, was soll das denn hier? Oh, hat direkt was gebracht, ich hab nichts gebracht. Hä? Bin ich schon alle tot oder was? Ja, was Steffen hat's gebracht. Ja, die haben so einen, ne? So einen Unsinn haben die da. Bringt das jetzt, wenn ich auf meinen Dings drücke, auf mein... So. Alter. Hier wackelt's aber ordentlich. Wieso ist mein Dings jetzt kaputt gegangen? Das, was du gebaut hast, ich hoffe das nicht. Das hat nur 3 Schuss und danach geht das kaputt. Aber die einzige Waffe im Spiel, die diese Mechanik hat. Wie kann ich denn meine Basis auf dem Boden stabilisieren? Du kannst die Hölzer mit dem Boden verbinden, genau. Ich bin rum. Also ich weiß halt, ich weiß halt gar nicht, wer bei mir im Team war und wer nicht. Ja, als ob das relevant ist. Hab ich den schön rausgeholt, den Snack. Ohne Witz, ich habe in letzter Zeit das Gefühl, wenn man mit Tiny spielt, da kommt einfach gar nichts für mich. Das ist nicht nur ein Gefühl. Schon. Ich verliere meistens die Tiny-Spiele. Ich nehme das persönlich. Hab ich selber abgeschossen. Digga, meine Hände sind so kalt, ne? Ich kann nicht schießen. Ich kann jetzt auch nichts dafür, dass der Zwerg einfach rausgegangen ist. Boah. Gruppe hat mich gefokust. Ich wusste gar nicht, wo du bist. Also Perre, du musst jetzt irgendwas bauen. Ich habe keine Ahnung, warum meine Viecher schon wieder nicht schießen können. Die können nur in diesem bestimmten Bereich schießen. Ja. Wenn du genug Energie hast, müsste es eigentlich gehen. Aber die sind halt auch sehr mäßig. Du hast ja jetzt die Munition verdrückt. Schlecht. Ja, jetzt kann ich was bauen, so. Ich würde den unteren abbauen und da Holz weiter hochziehen hinter dem Reaktor. Nein, das machen. Och man. Ich klicke die ganze Zeit auf den Scheißfritzen da. Alter, was macht der? Ich call das, dass Mottek sich selbst umbringt. Das ist ein interessanter Call. Call, du mal. Aber Steffen, weißt du, wie du Kästen ziehst? Kästen. Ja. Kasten. Du drückst einfach auf den Balken drauf. Ja, ich weiß, aber das kann ich ja nicht machen, weil da doch die Kanone ist. Doch, du musst auf den Punkt drücken und dann über den Balken hovern. Dann hast du diesen Greifpfeil. Hovern. Ach, dann baut er automatisch Hintergrundholz. Sag das doch. Ja, weil die Kanone da steht, baust du automatisch Hintergrundholz. Gibt es nicht. Dein Windrad dreht sich ein bisschen langsam, kannst oben drauf noch eins bauen. Ganz oben. Und wenn du genug hast, dann nochmal eine Tür setzen.
Also da ist ja eine lange dunkle Strebe, mach mal aus der eine Tür dann noch, wenn du kannst. Ich kann ihn nur dann nach vorne placen. Nein, nein, du ziehst an den Punkt, du drückst den Punkt. Also du wählst erstmal unten Materialien aus und dann gepanzerte Tür. Dann drückst du auf den Punkt und ziehst zu dem anderen Punkt. Ich kann das nur so bauen. Nein, nicht da. Nein, da steht der Gunner. Wenn da der Gunner steht, dann geht das nicht. Über dem Windrad. Über dem unteren Windrad. Da ist ein Balken. Nicht der waagerechte, sondern der angeschrägte. Aber du kannst jetzt auch erstmal schießen. Ich kann da keinen Balken drüber bauen. Naja, dann schieß erstmal. Schönes Ding. Du hast ja jetzt durch die Tür geschossen und links von der Tür ist ja noch ein Balken. Der hier, ja. Ja, den nochmal aus Tür bauen. Weil ein Kanonenschuss macht immer ein Dreiviertel Tür kaputt. Das heißt, wenn du zwei Türen hast. Aber ich kann das nicht ersetzen. Ich muss das erst wegbauen. Achso, doch so. Okay. Nein, nicht das den. Ich meine den da drunter. Den oder was? Nein, den senkrechten. Du hast jeden Balken umgebaut, außer den ich meine. Ich hoffe nicht, du willst noch mehr Schutz vor der Kanone haben. Über den, zwischen den beiden, die du gerade gebaut hast, ist noch einer. Der? Ja, genau der. Sag doch das, Steffen. Weil, wenn die auf die schießen, müssen jetzt durch zwei Türen schießen, anstatt durch eine. Da, wo du gerade hingeschossen hast, war schon ganz richtig. Den kannst du echt, also eben den in der Mitte, den schießt einfach gleich nochmal. Was das heißt? Also der in der Mitte, der sieht auch so aus, als könnte er nicht so gut spielen. Gruppe ist das. Ja, ich weiß. Aber ich hab die Antwort, keine Ahnung. Also wenn du schießen kannst auf den mittleren. Wieso kann ich den scheiß Balken da nicht hochziehen? Du musst den Balken greifen und dann ziehen. Ich kann den Balken nicht ziehen, ich kann nur so einen Scheiß hier bauen. Nee, das ist Trash. Du musst dann auf den Punkt drücken und dann über den Balken hovern, den du ziehen willst. Und der Balken könnte ein bisschen groß sein zum Ziehen. Das stimmt, den kannst du glaube ich nicht ziehen, der ist zu groß. Aber ich kann auch den unteren nicht hochziehen, also ich kann den unteren nicht auswählen, weil der zu groß ist. Auswählen müsstest du eigentlich, aber ziehen er nicht. Schieß mal mit deiner Kanone auf den mittleren. Nein, Schieß mal mit deiner Kanone auf den mittleren. Wie flass kann man denn haben gegen mich? Ich hätte irgendwo hier drauf zimmern, wieso geht das nicht? Das sieht doch solide aus. Guck mal, wenn Tiny gleich rausgeht, hast du sogar einen zweiten Platz auf dem Team gemacht. Und wenn du kannst, immer auf den mittleren schießen. Jetzt zum Beispiel, wenn die Kanone ready ist, einfach immer mit der Kanone schießen, wenn ready ist. Ja, aber wo bekomme ich denn das gesagt? Ja, wenn die fertig ist. Sonst hast du da einen roten Kreis. Wenn du keinen roten Kreis hast, dann ist gut. Oh. Boah, der war knapp. Der hat sogar getroffen, glaube ich. Aber du musst. Genau, du musst die Türen schnell wieder zumachen, nachdem du geschossen hast. Ich dachte, die Türen schließen sich automatisch. Ja, wenn du die Waffe nicht mehr ausgewählt hast. Wenn du die Waffe noch ausgewählt hast, dann nicht. Du musst jetzt einmal das oberste Windrad abbauen. Und dann musst du da ein paar Kästen ziehen. Mit durchsichtigem Holz, also Hintergrundverstrebung. Das war, glaube ich, Gruppe. Nee, das war Parrot. Ja, weil ich meine Basis, glaube ich, selbst eingerissen habe. Ja, du hattest.
Das hat unten geblinkt. Hey, und ich das hat dann... Ich hab vorne so ultra viele Verstrebungen, das geht bei mir gar nicht, hab ich das Gefühl. Doch, doch, das geht, das müssen wir nur langsam antrainieren. Langsam antrainieren. Frage ist, wie lange? Ich hab's selber umgebracht. Wenn ihr bei Cooper unten reinschießt, dann fällt der, ne? Der hat Übergewicht. Bruder, nenn den nicht so, Alter, der hat sich Mühe gegeben. Wieso werden die eigentlich die ganze Zeit unsichtbar? Ist der Kommando. Weil das Spezies sind. Alter, was wurde denn da gerade kaputt gemacht? Windräder. Was ist denn dahinter? Hä? Da ist nix. Was ist denn das? Das ist nix, das ist nix. Was ist denn das? Was glaubst du denn, was damit gleich passiert? Nix. Glaubst du ehrlich, ne? Feinde tiefer schießen. Gruppe hat immer noch Übergewicht. Wenn du unten den Stahlbalken wegnimmst, könnte der fallen. Ja. Hab ich gemacht. Ja, siehst du, und ich habe es so gecallt. Ja, aber nur weil Mottecker drauf geschrieben. Ja, ja, aber es hat ja gereicht. Jetzt ist es ein faires 2 gegen 2, weil die anderen können nix. Geht. Nein, ich hab's verbaut. Alter. Ich kannst du Luftabwehr bauen? Ja. Ja, jetzt ist es eh rum. Nein, halt noch ein bisschen durch. Can do this. Boah. Was hat der für ein Unsinn? Aber Motti, ich brauch noch einen Moment. Ich bin voll am Arsch hier. Das stimmt halt tatsächlich, leider. Ne. Boah, war das knapp, ey. Da sind wir wieder. Ja, okay, jetzt bin ich am Arsch. Oh, den Tiny, den, ich glaube, ich komme jetzt erstmal, das ist seine scheiß Windräder, ja. No! Der ist einfach so runtergefallen. Wie das aussah. Aber wie baut ihr diese ganz krassen Verstrebungen vorne? Wie geht denn das? Einfach kleinere Kästchen ziehen. Und dann. Und dann nochmal ziehen. Du kannst sie zweimal ziehen, dann verstreben die sich so im X mäßig. Okay, also einmal hin und einmal zurück. Ja, genau. Ja, genau. Okay. Lebt Kuppa noch? Ja, ja. Ich war der zweite von unten. Schön abgebaut. Er hat uns gebaitet. Aber echt, ey. User disconnected from your channel. Mit dem hab ich auch keinen Spaß gemacht. Hat's euch auch nicht am Anfang. Das ist halt kein World of Tanks. Schon Problem nee. Nummer 1. Ich hab mich schon verbaut. Ist nicht einfach W drücken und los, man. Ja, viel schwieriger ist dieses Spiel zu haben. Du hast 3 Monate gebraucht, um das Gatter wegzukriegen. Stimmt überhaupt nicht. Das stimmt. Also ich bin kein Fan von diesem Hate, aber das stimmt. Das stimmt nicht. Alter, hier ist ein Hahn. Digga, was? Habt ihr das nicht gehört? Ja, deine Stimme im Kopf, die will ich nie hören, ey. Da passiert doch was mit diesem komischen Schießen. Irgend so ein Mongo schießt halt wer damit. Den Hahn habt ihr doch gehört, oder? Tiny. Keine Hahn, Tiny. Junge, du bist so lost manchmal, ne? Ehrlich. Oder war das so ein Typ, der geschrien hat? Hat sich ziemlich identisch angehört. Ja, das war der Typ, der hat bei dem Hausflur geschrien. Ja, der hat dein Basebild gesehen, Alter. Alter, gemein.
gerade drei Treppen runtergeflogen. Ich meine, das ist so viel gemacht. Wie bei Family Guy. Boah, der ist empfindlich nervig mit diesem komischen MG. Nee. Hier ist safe ein Hahn auf der Map. Junge, also wenn ihr mal drauf achtet, der kommt bei euch bestimmt auch irgendwann. Ja, ich hab ihn jetzt auch gehört. Ich hab noch nie sowas Gelogenes gehört. Nein! Ich schwöre, Alter. Schön gegen das Metall schießen, Alter. Alter, die sind ja übel weit weg. Lass dich davon nicht einschüchtern. Ich lass mich davon einschüchtern. Könnte immer noch gewinnen. Bist du bei unserem Team? Welch? Ich glaube, die Gegner sind gleich weit weg, egal auf welcher Seite man spielt. Steile These, ne? Junge. Ey, Zivek, ich hab da eine gute Idee. Ja. Halt einmal. Er ist aber nicht nett gewesen. Warum baue ich überhaupt mir so dämlich, ey? Ja, für die größte Base der Welt gebaut, bevor ich überhaupt irgendeine Waffe habe. Ich habe richtig Rotschmiller gebaut hier. Er wird getroffen. Nicht getroffen. Ne, von links vor allem aktuell nicht getroffen. Die Gegner haben ja einfach den Spion. Ja, tatsächlich. Welchen haben wir denn? Den Spion. Tim, sonst hätte ich es ja nicht sehen. Och, ich bin so... Boah, Alter. Ich spare die ganze Zeit auf den Haubitzer und habe diese Munitionsfabrik noch nicht gebaut. Ah, das ist aber ein schwieriges Spiel, ey. Digga, der schießt die ganze Zeit. Das ist doch einer von euch. Kann man nicht erzählen, dass der nicht von euch ist? Ey, was habe ich hier gebaut? Na, ja. Oh. Junge, wie kann der denn da noch gehangen haben, ey? Alter, bei mir ist irgendwas explodiert. Ui. Mann, der hat doch so ein Schweineglück, die Sache. Oh, die sind mega weit weg. Oh, da brennt aber jemand.
Strom. Was? Der hängt da noch? Hallo? Junge, wenn der jetzt an dem Seil da gehangen hätte, ne? Ey, warum klauen die denn so viele Rohstoffe? Boah, Junge, der ist doch der nervigste Mensch der Welt. Oi. Was? Der ist durchgeflogen. Der jetzt ist oben. Boah, das wär so typisch gewesen. Na, ich bin ehrlich gesagt nur drauf gegangen, wenn ich ehrlich bin. Ja, der hat mich so genervt mit seinen Feuerlasern. Der steht gar nicht, warum ich mich von so einer Scheiße immer so nerven lasse. Das war's auch schon wieder mit diesem Forts Multiplayer Gameplay. Wenn es euch gefallen hat, liken und abonnieren nicht vergessen. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von diesem Video haltet und was euch in Zukunft wünscht. Und ich würde sagen, bleibt gesund, bleibt fit und bis zum nächsten Mal.